Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyrils Brettspiele. Mein Name ist Nils und heute wieder ein Durchgespielt, heute mit Kollektion aus dem Hause Schmidt Spiele. Und das Spiel geht ganz schnell, ist übrigens von Antonin Bauser, also von einem sehr bekannten Designer. Und das Spiel geht ganz schnell, wir gucken einmal rein und ich erkläre gleich direkt die Regeln mit. Wir haben hier diese sogenannten Polygone drin, dann haben wir verschiedene Fächerchen hier und ich zeige euch gleich mal das Setup. Es gibt hier Zweier, Dreier und Vierer Marker. Man stapelt die einfach hier 4, 3, 2 aufeinander, also 2, 3, 4, 4 nach unten so rein und schon hat man die Vorbereitung hierfür abgeschlossen. Den Schachteldeckel soll man in der Nähe behalten, aber Schwamm drüber müssen wir nicht. Es gibt noch diese Sondermarker, die zeige ich euch gleich. So, was macht man als nächstes? Man legt hier den Deckel rauf, schüttelt ein bisschen. Das ist jetzt laut auf der Kamera, ist aber egal. Und damit ist das Setup schon fast erledigt. Jetzt muss man nämlich noch hier diese reinschubsen. Alles gut, gucken, dass diese nicht verrutscht sind und so weiter und so fort. Es gibt noch diese Marker hier, wir spielen einfach mal mit denen. Und zwar hat der Spieler hier eine Mülltonne, einen Swap und dann gibt es noch diese Gangsterlupe. Wir simulieren heute mal ein Drei-Spieler-Spiel und da kriegt jeder diese Marker. Ihr habt schon gesehen, auf der Rückseite haben die eine 1, das heißt, zum Schluss sind die einen Punkt wert, wenn man sie nicht benutzt. Aber wie geht jetzt das Spiel? Wenn man dran ist, darf man als Spieler einen oberen Polygon nehmen, wenn man von oben rauf guckt, so wie ihr jetzt, der nicht, der frei liegt. Und frei liegt er immer, wenn nichts oben drauf liegt. Ich könnte also das Dreieck nehmen, ich könnte dieses hier nehmen, das nehmen, das nehmen, das nehmen. Das wären sie auch schon. Wenn ich etwas genommen habe, darf ich danach noch einen nehmen, wenn er entweder in der gleichen Farbe oder der gleichen Form übereinstimmt. Ihr werdet das gleich sehen, wie das aussieht. Solange das der Fall ist, solange das übereinstimmt, darf ich es nehmen. Und zwar bis zu viermal. Ich nehme einen auf jeden Fall, maximal vier. Wenn ich das mache, bin ich schon mit meiner Nehmphase zu Ende und danach kommt dann die Eintauschphase. Und die Eintauschphase bedeutet, wenn ich ein Set von vier habe, zum Beispiel vier gelbe, es gibt Dreiecke, Vierecke, Fünfecke und Achtecke, habe ich vier davon, also je ein, dann darf ich mir die obere Ecke nehmen. Am Anfang zwei, danach drei, danach vier. Dann habe ich das von rosa, rosa und so weiter. Habe ich viermal das gleiche, die gleiche Form, also vier Vierecke, allerdings von vier verschiedenen Farben, darf ich mir eine der Farben aussuchen und ebenfalls eintauschen. Genau genommen muss ich sogar eintauschen. Man muss eintauschen, man hat eine Eintauschpflicht, man kriegt also immer erst die niedrigere Zahl. Das Spiel geht so lange, bis keiner dieser Punkteschips mehr da ist oder keine der Polygonen. Dann wird die Runde auf jeden Fall noch bis zu ihm gespielt und danach werden die Punkte gezählt. Diese Punkte, 2, 3 oder 4 Punkte, je Chip, den man sammelt, jeden dieser extra Token, die man nicht benutzt hat, einen weiteren Punkt und Minuspunkte für Polygone, die man noch in seiner eigenen Sammlung hat, die man also noch nicht eingetauscht hat. Das ist auch schon das gesamte Spiel von Kollektion aus dem Hause Schmidt-Spiele. Ein kleiner Hinweis noch dazu, was diese drei Dinge machen. Dieses hier heißt, ich darf einfach einen wegnehmen. Benutze ich den, fliegt der Token in den Müll, sonst ist der ja einen Punkt wert. Hiermit darf ich einen Polygon mit einem Mitspieler tauschen und hier sogar einen klauen. Ganz einfach also und morgen steigen wir ein in Spielkollektion.